Ja, wir schauen in erster Linie, wie ihr einen Stimulus setzen könnt und einen Drill setzen könnt und wie euer Nervensystem darauf reagiert. Das heißt, bei jeder der folgenden Videos werden wir eine Assessment-Technik einbauen und die Videos werden immer so aufgebaut sein, dass wir einen Test machen. Das kann sein Krafttest, Beweglichkeitstest, das kann sein, wie leicht fühlt sich die Bewegung an. Dann setzen wir einen Drill und gucken dann im Nachgang mit dem Reassessment, ob die Kraft, Beweglichkeit schneller geworden ist. Weil das Nervensystem ist super interessant. Sobald ich einen Stimulus und einen biopositiven Stimulus setze, sagt mein Nervensystem, cool, gefällt mir, ich habe irgendwie mehr Informationen und auf einmal reguliert die Kraft entweder nach oben oder nach unten. Und wir wollen natürlich vermeiden, dass wir uns nach unten regulieren, sondern nach oben, um uns auf dem Spielfeld immer wieder neu zu resetten.